erstmal auch ganz herzlichen Dank für die Einladung und ganz herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich unter den berühmten Corona-Bedingungen gekommen sind. Wir haben es schon gehört, der Vortrag sollte am Anfang stehen. Ist ja auch so gesehen logisch, weil zwar die Geschichte Ostholsteins nicht mit den Slawen anfängt, aber zumindest ein wichtiges Kapitel. Jetzt sind wir mittendrin, aber ich glaube, das ist auch nicht weiter schlimm. Es wird in den kommenden 45, maximal 60 Minuten eben um die Geschichte, die Archäologie, die Kultur der Slawen im östlichen Holstein gehen. Das ist etwa die Zeit des 9. Jahrhunderts, des späten 8., 9. Jahrhunderts bis etwa in das 11., 12. Jahrhundert. Und es wird dabei vor allem um die Nordwestslawen gehen, die Abodriten oder die Wagrier. Das sind also Teilstämme, die hier in Ostholstein gesiedelt haben. Die Stämme und Stammesgruppen oder die Gesellschaften im heutigen Deutschland, in Polen, in der Tschechischen Republik gehören zu den westlichen oder nordwestlichen Slawen. Davon abgesetzt gibt es dann noch die Gruppen der Ostslawen. Das wären also die heutigen Staaten Russland, Belorussia und die Ukraine. Es gibt natürlich auch noch die Südslawen, aber das spielt in diesem Zusammenhang jetzt für uns keine Rolle. Warum habe ich es verschwundene Kultur genannt? Sie sehen das vielleicht an diesem Foto, das stammt von der Olsburg im großen Plöner See. Es ist nichts Slawisches, wie Sie feststellen können, aber die slawische Kultur ist eine Kultur, die sehr schwierig zu erfassen ist, archäologisch und historisch. Unter anderem als Archäologen, Archäologinnen arbeiten wir ja mit Objekten und vieles aus der slawischen Kultur besteht eben aus Holz und ist auch durchaus vergänglich. Ich möchte den Vortrag in verschiedene Teile gliedern. Ich möchte sozusagen einleiten, vielleicht kurz etwa was zu sagen, was für Quellen gibt es, was für Methoden haben wir in der Archäologie, was für Techniken wenden wir an, also jetzt speziell in Bezug auf die slawische Archäologie. Und dann möchte ich ganz konventionell in Anführungsstrichen Quellengruppen durchgehen, Burgen, ländliche Siedlungen, Bestattungsplätze, aber auch Themen wie Religion und Mythologie und möchte dann quasi beenden mit einem Ausblick auf die Zeit des Landesausbaus. Genau. So. Ja, woher bekommen wir als Archäologen, als Archäologinnen überhaupt Informationen über die Geschichte der Slawen vom 9.10. bis ins 11., 12. Jahrhundert oder meinetwegen auch vom 7. Jahrhundert zu den zeitlichen Eingliederungen, komme ich gleich. Da gibt es natürlich Schriftquellen, die sind in dieser Zeit nicht so reichlich. Die Slawen selber haben nichts Schriftliches hinterlassen, sondern es ist immer die Außenperspektive, die über sie berichtet. Eine ganz berühmte Quelle ist natürlich die Schlacht am Sventana-Feld beispielsweise oder der Bericht über den Limes Saxoniae von Adam von Bremen. Helmold von Bosau ist beispielsweise Anfang des 12. Jahrhunderts ein sehr wichtiger Chronist, der uns über die Slawen berichtet, über Ereignisse, aber auch über die Kultur. Aber insgesamt haben wir eine Außensicht und Sie können sich vorstellen, wie das immer so ist, auch heutzutage eine Außensicht ist natürlich eine Perspektive von außen. Sie ist auch gerade im Mittelalter in Anführungsstrichen politisch-ideologisch geprägt. Es geht also darum, vor allem natürlich das Christentum geltend zu machen. Das heißt, insofern geben diese Berichte natürlich nicht objektiv Ethnographie wieder, sondern sie sind immer aus einer ganz bestimmten Perspektive aufgenommen. Dann haben wir die linguistischen Quellen oder auch die sprachhistorischen Quellen, Gewässernamen zum Beispiel, können uns etwas darüber sagen. Denken Sie nur natürlich an Eutin, aber auch an Mölln beispielsweise. Das sind ja typisch slawische Ortsnamen. Oder auch Elbe ist in seinem Ursprung vermutlich eine altslawische Konstruktion. Das heißt also, wir haben hier Quellen, die uns etwas über die Geschichte, über Personen, über Landschaften aussagen können. Das Problem allerdings an diesen sehr frühen Quellen ist einfach, dass sie sehr schwierig zu datieren.
Tieren sind. Das heißt also, damit kann die Sprachwissenschaft längst nicht so genau arbeiten, wie wir uns das als Archäologen wünschen. Dann gibt es die archäologischen Quellen, die werde ich Ihnen natürlich gleich vorstellen, deshalb möchte ich nichts allzu viel dazu sagen. Und in den letzten Jahrzehnten oder schon eigentlich länger, seit den 70er Jahren, sind natürlich auch naturwissenschaftliche Analysemethoden sehr wichtig, die für die Datierung beispielsweise, also die Altersbestimmung, natürlich die Dendrochronologie, das heißt also die Bestimmung von Hölzern, dem Alter von Hölzern, aber natürlich auch sowas wie botanische Untersuchungen, die uns etwas zu Ernährungsgewohnheiten sagen können. Aber auch, das werde ich gleich zeigen, zur Frage, ob Regionen wie beispielsweise hier um den Plöner See, Bosau, besiedelt waren oder nicht. Keine große Rolle spielen in der slawischen Archäologie DNA-Untersuchungen oder Isotopenuntersuchungen. Das setzt man also in der Prähistorie ein, um etwas zu Migrationen zu bekommen, Informationen oder auch zu Ernährungsgewohnheiten. Das spielt in der slawischen Archäologie kaum eine Rolle. Es gibt natürlich noch viele andere naturwissenschaftliche Methoden, aber das möchte ich Ihnen jetzt im Einzelnen gar nicht aufzählen, sondern nur sagen, dass das ein sehr wichtiger Wissenschaftsbereich ist, um auch hier Erkenntnisse über die Kultur, die Landschaft, das Leben zu erhalten. Die nächste Folie zeigt Ihnen das, was in der Archäologie immer typisch als Funde und Befunde bezeichnet wird. Auf der linken Seite sehen Sie das, was wir als Archäologen Befunde nennen. Das klingt sehr kompliziert vielleicht, einfacher ausgedrückt sehen Sie das. Und jetzt auch hier wieder in Bezug auf die Slawen, dominieren tun in unserer Region Burgen und Befestigungen. Ich glaube, die muss ich jetzt alle nicht im Detail nennen. Wir werden dann nachher nochmal drauf kommen. Ländliche Siedlungen, also unbefestigte Siedlungen, sind auch Befunde, also Strukturen, Häuser, aber auch Brunnen. Zu Befunden gehören natürlich auch Bestattungsplätze und auch für diese Region nicht ganz unerheblich die sogenannten Hort- oder Depotfunde. Das heißt also zum Beispiel Schätze in Anführungsstrichen, die man versteckt hat, auch die oder vergraben hat. Auch auf die werde ich noch mal kurz eingehen. Funde sind im Grunde mobile Gegenstände. Das müssen nicht kleine Objekte sein, aber es ist eben das, was man so aus Ausstellungen vor allem kennt oder wenn man als Ehrenamtlicher oder Ehrenamtliche tätig ist beim Begehen von Feldern beispielsweise. In der slawischen Archäologie ist die hauptsächliche Fundgruppe, deshalb habe ich sie da auch an den Anfang gestellt, ist vor allem Keramik. Keramik, das ist das, was man eigentlich findet, wenn man so über die Felder geht, wenn man Begehungen macht. Jetzt muss ich selber um die Ecke linsen. Auch häufig anzutreffen sind Dinge wie Spinnwirtel beispielsweise oder mittig sehen Sie sogenannte Schlittknochen. Das sind also Knochen, die man durchaus zum Schlittschuhlaufen verwendet hat beispielsweise. Daneben ist ein Metallfund zu sehen, gehe ich nochmal drauf ein. Und im unteren Bereich sind dann das schon eher exzeptionelle Sachen, Fremdgüter aus anderen Regionen. Was soll diese Folie uns Ihnen zeigen, also die hauptsächliche Quellengruppe, über die wir einfach informiert sind, an Befunden, an Geländedenkmälern, sind eben Burgenbefestigungen. Ich nenne nur exemplarisch wirklich Scharsdorf beispielsweise oder die Olsburg, den Uglaiwall oder beispielsweise Starigard Oldenburg natürlich. Weitaus weniger sichtbar, das werde ich auch noch kurz anreißen, sind dann ländliche Siedlungen. Warum das so ist, werde ich Ihnen nahebringen und auch Bestattungsplätze sind aus unserer Region eigentlich kaum bekannt. Etwas häufiger von Handel und Austausch zeugend sind dann eben die Depotfunde. Also das nur so als ein kleiner Einstieg, um archäologisch den Hintergrund zu umreißen. Und als letzte Folie zu diesem sozusagen Einstiegsthema die Frage, welche archäologischen Methoden sind eigentlich interessant, jetzt speziell in Bezug auf die slawische Archäologie. Da möchte ich natürlich jetzt nicht alle Methoden vorstellen. Zunächst mal möchte ich eins sagen, ich glaube, das müssen Sie immer im Hinterkopf behalten, sofern Sie es nicht eh schon wissen. Das Ziel einer archäologischen Denkmalpflege ist nicht auszugraben, sondern das Ziel der archäologischen Denkmalpflege
Wichtige ist der Erhalt und der Schutz von Denkmalen. Das heißt also die Ausgrabung, so wie Sie auf dem alten Foto aus Alt-Lübeck aus den 50er Jahren sehen, eine wackelige Konstruktion auf einer Leiter mit der Trave im Hintergrund, das ist wirklich der allerletzte Schritt, wenn zum Beispiel Baumaßnahmen fällig werden oder Ähnliches. Also der Schutz und der Erhalt der archäologischen Denkmäler ist eigentlich das Wichtigste. Und deshalb sind auch sogenannte non-invasive Maßnahmen besonders relevant. Was Sie dort sehen, ist zum Beispiel ein sehr komisches Bild von der Fasaneninsel. Das ist ein Geomagnetikbild. Das heißt, man misst da auf einer bestimmten Fläche die magnetische Eigenschaften und kann dadurch im günstigsten Falle zum Beispiel Mauern erkennen, Gruben und Ähnliches. Wenn Sie mir jetzt sagen, oh, da erkenne ich aber nichts drauf, dann haben Sie recht, bei dieser geomagnetischen Prospektion ist nämlich auf der Fasaneninsel auch nichts herausgekommen, weil dort viel zu viel gestört war. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel Metallgegenstände haben, ob das jetzt Kronkorken sind oder ob das Reste von Stacheldrahtzäunen sind oder Ähnliches, ganz klar, die sind magnetisch, die verzerren das Bild. Aber es ist ein sehr wichtiges Verfahren, das nach wie vor wirklich umfassend angewandt wird. Sehr gut sind auch die sogenannten Laserscan-Daten, das heißt auch hochauflösende, durch Befliegungen gewonnene Daten, die teilweise zentimetergenau die Landschaft wiedergeben. Das heißt also Wälder, aber auch Gebäude werden herausgerechnet. Sie sehen das hier an dem Beispiel eines slawenzeitlichen Walles, der so im Gelände unter Umständen gar nicht zu sehen ist. Also eine wirklich hervorragende, auch erst in den letzten 10, 20 Jahren etablierte Methode, um wirklich Geländedenkmäler nicht nur in slawischer Zeit sehr gut zu erkennen. Eine ganz klassische Methode ist natürlich die Begehung von Ackerflächen, wo man eben Keramik findet, oder das ist ja hier in Schleswig-Holstein sehr etabliert, mit einer Detektorgruppe, die dann eben Metallobjekte findet und dann auch mit GPS-Systemen ganz genau einmessen kann. Also das sind so non-invasive Maßnahmen, und alle diese Daten und natürlich noch viel mehr Daten fließen ein in das, was wir archäologische Landesaufnahme nennen. Das heißt also im Grunde ein Kataster, das uns für Regionen, für Landkreise und so weiter und so fort die archäologische Information eben auch über die Slawen bereitstellt und mit der man zu Forschungszwecken, aber eben auch zu Planungszwecken arbeiten kann. Jetzt aber unmittelbar ein Einstieg in unsere Region und unser Thema. Die slawische Altertumskunde ist ein Kind der Romantik, ähnlich wie die germanische Altertumskunde. Sie hat sich dann in einem Kaiserreich, in der Weimarer Republik und auch zunehmend natürlich in der Zeit des Nationalsozialismus sehr ideologisch entwickelt, vor allem unter dem Hintergrund, dass Slawen gar nicht existieren durften oder gar nicht existieren konnten, um damit den Eroberungskrieg und auch den Genozid in Osteuropa mit zu rechtfertigen. Nach dem Krieg gab es eine sehr große Veränderung. In der einen Seite die realsozialistischen Länder. Dort wurde eine slawische Archäologie auch staatlich gefördert, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es natürlich eine historische Tiefe ermöglichte in einem eigenen Geschichtsbewusstsein. Zum anderen, weil es natürlich auch ein Identifikationsobjekt im Sinne eines historischen realen Sozialismus war. In Westdeutschland, also in der BRD, spielte die slawische Archäologie keine so große Rolle. Das lag einfach daran, dass große Teile der Bundesrepublik Deutschland eben nicht slawisches Siedelland waren. Es gibt Regionen in Nordostbayern, dort wurde geforscht. Dann im östlichen Niedersachsen, Landkreis Lüchow-Dannenberg, und ganz, ganz wichtig eben die Region des östlichen Holsteins, wobei ich jetzt das Herzogtum Lauenburg da natürlich mit zurechne. Und Sie sehen auf dem Bild rechts in Rot markiert sozusagen einige Hotspots der Forschung.
Forschung in unserer Region. Das ist zum einen natürlich der Oldenburger Graben mit Oldenburg, der sehr stark intensiv untersucht wurde ab den 1970er Jahren. Dann im Grunde Ausschnitte im Kreis Herzogtum Lauenburg, wo es auch sehr intensive Forschung gegeben hat. Dann spielt eine große Rolle die Region um Alt-Lübeck und das Lübecker Becken. Dort ist im Grunde schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts archäologisch sehr intensiv zu den Slawen gearbeitet worden. Und dann hier in einem Ausschnitt, den kann man natürlich noch ein bisschen vergrößern, wenn man möchte, im Grunde die Region der ostholsteinischen Seenplatte. Ich will das im Einzelnen jetzt nicht aufzählen, aber Sie können an den Daten schon sehen, dass unmittelbar in der Nachkriegszeit, und da muss jemand wie Karl Hucke natürlich genannt werden, der unter anderem auf der Olsburg gegraben hat, eine ganz große Rolle gespielt hat, aber dann auch in den 70er Jahren Projekte wie beispielsweise die Ausgrabung von Bosau oder auch der Schars, der Burg von Scharsdorf. Wir selber als Institut für Unfrühgeschichte sind dann in den 2000er Jahren wieder aktiv geworden mit Untersuchungen auch auf der Olsburg und dann in einem Projekt, wo es um die Siedlungsentwicklung der ostholsteinischen Seenplatte wirklich in breiter Perspektive, also von der Steinzeit bis ins Mittelalter ging. Aber es lassen sich eben diese sozusagen Hotspots ausmachen der slawischen Archäologie auch im östlichen Holstein. Nun habe ich schon Ihnen erzählt, dass das slawische Siedelland ist und spätestens da stellt sich ja die Frage, Moment mal, wo kommen die überhaupt her und was war vorher da? Diese Frage ist leider sehr, sehr schwierig zu beantworten. Die erste Frage, wo kommen sie her? Was ist daran so schwierig? Es ist daran so schwierig, was sind Slawen? Ist das Sprache? Ist das eine gemeinsame materielle Kultur? Was verstehen wir darunter? Sind das Stämme? Wir wissen, so ist momentan der Stand der Forschung, dass sich im 5. Jahrhundert etwa in diesen Regionen, die hier mit vor allem im Bereich von Pripyat, in den Pripyat-Sümpfen, in dem Großraum Kiew und so weiter und so fort, archäologische, und das ist wichtig, archäologische Kulturen fassen lassen, die ganz ähnliche Merkmale haben. Zum Beispiel ist man dazu übergegangen, die Toten zu verbrennen. Man hat in ländlichen Siedlungen mit sogenannten Grubenhäusern oder Blockhäusern gewohnt. Man hatte auch eine handgefertigte Keramik und diese archäologischen Kulturen, die noch nicht Slawen hießen, die auch keine Stämme waren, die haben sich in der Folgezeit im 6., im 7. Jahrhundert zunehmend in Osteuropa als slawische Kultur etabliert. Warum das so ist, möchte ich jetzt gar nicht ausführen. Das ist wirklich eine hochkomplexe Sache, aber das ist im Moment sozusagen der Stand der Forschung, dass also die Anführungsstrichen Urslawen, das ist jetzt ein falscher Ausdruck, in der Tat in dieser Region, Großregion der sogenannten Kiewer Kultur entstanden ist. Das ist aber jetzt wirklich sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt für einen komplizierten Prozess. Es gibt eigentlich auch kaum antike Schriftsteller oder spätantike, frühmittelalterliche Schriftsteller, die über die Slawen berichten. Es gibt einen Schriftsteller Jordanes zum Beispiel, der im 6. Jahrhundert die Sklaveni nennt. Aber Jordanes saß nun nicht in den Sümpfen um Pripyat herum, sondern hatte eine sehr weite Perspektive. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie in Konstanz sitzen und etwas über die Kieler sagen sollen, dass Sie vielleicht durchaus ich will jetzt niemanden aus Konstanz so nahe treten, aber vielleicht das nicht so genau im Blick haben, ob das jetzt Kiel ist, Eutin, Neumünster oder vielleicht sogar Flensburg. Das heißt also die Wahrnehmung über die Entfernung, er ist da ja nicht persönlich hingereist, der gute Jordanes, die ist eben sehr, sehr eingeschränkt. Und auch die Archäologie bemüht sich seit Jahrzehnten eigentlich, dieses Thema zu erfassen. Wie sieht jetzt die weitere Migration aus? Auch da war ein altes Modell, das vor allem von der DDR-Archäologie oder von der sozialistischen Archäologie propagiert worden ist, dass die Slawen in festen Stämmen und Stammesgruppen eingewandert sind, sowas wie die Wagrier oder die Heveler oder die Ruganer. Das hat man abgeleitet aus einer historischen Quelle aus dem 10. Jahrhundert. In dem 10. Jahrhundert sind zahlreiche slawische Stämme und Stammesgruppen genannt und
da hat man das daraus abgeleitet. Wir wissen jetzt archäologisch, dass das nicht so ist. Es gab also keine festen Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hallo, jetzt gehen wir mal von Krakau, sage ich jetzt mal, oder von Nordostpolen, wandern wir über Mecklenburg nach Ostholstein ein, sondern Migrationen, und das muss man sich heute, glaube ich, auch angucken, oder nehmen Sie die Flüchtlingsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg oder meinetwegen Auswanderung in die USA, sind sehr, sehr komplizierte, komplexe Prozesse, die sich so nicht einfach greifen lassen. Archäologisch nähern wir uns dem, indem wir sagen, es sind archäologische Kulturen, die sind fassbar, also ganz bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel Keramik. Dort oben sehen Sie sogenannte Keramik des Prager Typs. Das ist eine sehr einfache, handgefertigte Keramik. Unten sieht man Keramik des sogenannten Feldberger Typs. Die ist auch handgefertigt, aber durchaus sozusagen aufwendiger produziert. Also man geht momentan davon aus, dass das wirklich hochdynamische Wanderungsbewegungen sind, die eben aber nicht so ablaufen, dass Stämme von A nach B sich bewegen, sondern es schließen sich Gruppen an, es entstehen neue Gruppen und so weiter und so fort. Das Problem, wenn wir über die frühen Slawen und über die Einwanderung reden, können Sie fragen, ja, wie kann man sowas feststellen? Was haben wir an Quellen? Und das ist genau das Problem. Die frühen Slawen, auch die, die nach Ostholstein eingewandert sind, waren eine bäuerliche Kultur, das ist erstmal natürlich nichts Schlimmes, aber eine bäuerliche Kultur war in der damaligen Zeit vor allem eine, die zwar Metall kannte, aber sehr, sehr viel Holzobjekte hatte, Holzwerkzeuge, hölzerne Gegenstände, und die entziehen sich archäologisch häufig dem Nachweis. Dann hatten sie auch noch eine andere, in Anführungsstrichen, archäologisch unangenehme Angewohnheit. Sie haben nämlich entweder Blockhäuser gebaut, die lassen sich archäologisch kaum nachweisen, oder Grubenhäuser. Das heißt also zum Beispiel um einen halben Meter eingetiefte also Gruben mit einem Haus drüber. So eine Grubenhäuser sind archäologisch zwar nachweisbar, aber denken Sie an die Tiefflüge, da finden Sie heutzutage nichts mehr. Das heißt also, auch da ist man relativ wenig informiert. Diese Keramik ist zeitlich ganz, ganz schwer zu fassen, die ist nicht so präzise, also auch da wissen wir wenig über die Abläufe der frühen Einwanderung. Und dann gibt es noch eine vierte, sehr Anführungsstrichen unangenehme Sache. Die Slawen hatten die Angewohnheit, die frühen Slawen, ihre Toten zu verbrennen. Das heißt auch da, und das werde ich nachher noch mal kurz zeigen, die Urnen zum Beispiel auf einen Hügel zu stellen, das ist ein Bestattungsbrauch, der natürlich archäologisch ganz, ganz schwer fassbar ist. Also summa summarum, wir wissen über die frühe Einwanderung, über die genauen Abläufe leider nach wie vor sehr wenig, vor allem in dieser Region, aber auch im mecklenburgischen Raum. Jetzt habe ich einige Sachen schon vorher gesagt. Ich möchte trotzdem einige Beispiele bringen oder zwei Beispiele bringen. Wann findet die Einwanderung hier statt nach archäologischen Daten? Wir gehen im Moment davon aus, dass das höchstens im späten 8., vermutlich aber eher im 9. Jahrhundert der Fall ist. Was hilft uns dabei, das so festzumachen? Das sind vor allem Dendrodaten, das heißt also die zeitliche Bestimmung von Bauhölzern, wie zum Beispiel in Bosau an der Slawenburg oder auch an der Vorburgsiedlung von Bosau. Oder Sie sehen das drüben an einem Bohlenweg aus dem Klempauer Moor, das ist also in der Nähe von Lübeck gelegen, ein Bohlenweg zu einer Burganlage. Diese Dendrodaten, die können, wenn Sie eine Waldkante haben, das heißt also das Schlagalter uns geben, sind sehr genau. Sie können natürlich ein bisschen ungenauer sein. Verbauungszeit spielt auch noch eine Rolle. Aber im Großen und Ganzen ist die Dendrochronologie in den letzten 30, 40 Jahren zu dem Datierungspfeiler geworden, dass die slawische Archäologie wirklich sehr präzise gemacht hat. Ich hatte Ihnen angedeutet, oder beziehungsweise vielleicht fragen Sie sich auch, wie sahen die Gegenden aus, in denen jetzt die in Ostholstein, ostholsteinischen Raum, die Slawen hingekommen sind? War da nichts? War es leer?
Auch das ist leider eine ganz, ganz große und nach wie vor nicht befriedigend geklärte Antwort. Wir wissen, dass die germanischen völkerwanderungszeitlichen Gruppen aus verschiedensten Gründen zunehmend auch das östliche Holstein, aber auch andere Regionen zunehmend verlassen haben im 6. Jahrhundert, im 7., aber anscheinend nicht vollständig. Es gibt also eine Reihe von archäologischen von Siedlungen und Bestattungsplätzen germanischer Gruppen, auch auf dem holsteinischen Mittelrücken beispielsweise und Ähnlichen, wo wir wissen, da haben im 6., im 7. Jahrhundert auch noch Menschen gewohnt. Aber das archäologische Material sowohl zu den Germanen, also zu den Rest, zur Restbevölkerung, als auch zu den frühen Slawen, ist eben, ich hoffe, das ist deutlich geworden, sehr, sehr dünn. Was uns weiter hilft, sind naturwissenschaftliche Untersuchungen, vor allem die sogenannte Pollenanalyse. Sie sehen hier den Belauer See. Man macht dort Bohrungen und untersucht eben die Bohrinhalte und findet dort Pollen, also Getreidepollen, Waldpollen, Strauchpollen und so weiter. Also jene Pollen, die zumindest Allergiker unter uns sehr großen Ungemach bereiten. Für die Archäologen oder Botaniker ist das eine ganz tolle Quelle. Wir wissen eigentlich aus diesem Profil des Belauer Sees, Sie können das da unten sehen, dass in der Tat der Bewuchs an Bäumen am Ende der Völkerwanderungszeit zu Beginn der frühslawischen Zeit zugenommen hat. Und diese Bewaldung wird natürlich interpretiert als ein Siedlungsrückgang. Nun haben sich aber in den letzten Jahren auch Beispiele vermehrt, die zeigen, dass es auch andere, zum Beispiel aus dem Plönersee, aus anderen Regionen durchaus andere Profile gibt. Wie ist der Stand dort? Ich persönlich würde sagen, es war kein siedlungsleeres Areal, es war aber auch kein Areal, das jetzt dicht besiedelt war, sondern es ist davon auszugehen, dass es durchaus lokale Kontakte gegeben haben könnte. Die haben wir aber bislang noch nicht fassen können. Aber ich glaube, das ist vielleicht, wenn man das auch mit anderen archäologischen Epochen vergleicht, ein vielleicht ganz realistisches Modell. Aber wie gesagt, die Pollenanalyse ist da eines der wenigen Instrumente, die uns hilft, etwas über die Landschaftsentwicklung in dieser Zeit zu sagen. Zunahme an Baumbewuchs, Abnahme an Ackerunkräutern, sogenannten Ackerunkräutern, die ein Indikator sind eben für Landwirtschaft beispielsweise. Jetzt aber noch ein kurzer historischer Überblick. Wir haben in dieser Region, diese Region zwischen dem Limes Saxoniae, also der Grenze zu den sächsischen, karolingischen oder ottonischen Herrschaftsgebieten auf der einen Seite und bis zur unteren Warnow. Dieses Gebiet wird als Siedelgebiet oder Stammesgebiet der Abodriten oder Obodriten bezeichnet. Diese Abodriten oder Obodriten, die werden immer unterschiedlich bezeichnet in den Quellen, ist historisch und archäologisch eine Herrschaft, aber vermutlich kein einheitliches Königtum, sondern aus kleineren Unterherrschaften bestehend, wie zum Beispiel die Wagria beispielsweise oder die Warnower. Aber im Laufe des späten 10., frühen 11. Jahrhunderts hat sich dort quasi eine Gesamtherrschaft ausgebildet für die Orte wie Mecklenburg, Burgzentren wie Mecklenburg, aber eben auch Alt-Lübeck, zum Beispiel mit Gottschalk oder Heinrich von Alt-Lübeck oder auch Starigard Oldenburg ganz wichtige Zentren waren. Also dieses Abodritenreich, wie es auch manchmal bezeichnet wird, ist gerade für den holsteinischen und mecklenburgischen Raum eine ganz, ganz wichtige Sache. Im Laufe des 10. Jahrhunderts, im Ende des 10. Jahrhunderts, 983 bis in das frühe 11. Jahrhundert, gibt es aber in dieser Region eine Reihe von Aufständen. Was ist der Hintergrund? Das können Sie vielleicht auf dieser einen Karte erstmal sehen, die links zu sehen ist. Unter Heinrich dem I. und Otto dem Großen vor allem setzt er eine sehr expansive Ostpolitik ein, eine militärisch-politische Eroberungsfeldzüge, aber natürlich auch der Versuch einer umfassenden Missionierung, zum Beispiel das Bistum von Havelberg ist 948 gegründet worden und weitere. Oldenburg kommt dann auch hinzu. Es ist also eine sehr aggressive sozusagen Ostpolitik, die jetzt versucht, diese Gebiete in
den salischen oder in die ottonische Herrschaft einzuverleiben. Das wird sicherlich zu diesen Aufständen geführt haben. Die politische Großwetterlage zeigt sich aber auf der anderen Folie. Wir haben natürlich nicht nur die Salier oder die Ottonen, sondern wir haben, kann man jetzt nicht ganz genau sehen, natürlich das erstarkende dänische Königreich, was einen Druck ausübt. Und wir haben in den nordwestslawischen Gebieten zwei ganz große Königtümer, die am Entstehen sind. Zum einen das Reich des Mieszko, das heißt die polnischen Kernlande, aus dem auch der heutige Staat Polen letztlich hervorgeht, und die Herrschaft der Premyslyden, das heißt also im Grunde die Königreiche, späteren Königreiche von Böhmen und Mähren. Und eine Interpretation ist, diese Aufstände, die kommen zwar als gentilreligiöse Erhebungen vor, das heißt, man hat Kirchen zerstört und so weiter und so fort, frühe Bistümer angegriffen, aber die Interpretation ist weniger, dass man mit dem sowieso kaum verbreiteten neuen Glauben unzufrieden war, sondern dass es in der Tat eine ökonomisch oder auch politische, in Anführungsstrichen, Revolte war, weil man eben zwischen sehr unterschiedlichen globalen quasi Akteuren eingezwängt war, die Herrschaft, die alle ihren Teil sozusagen an dem Siedelgebieten der Abodriten, aber auch der weiter östlich siedelten Stämme haben wollten. Das Abodritenreich löst sich dann zunehmend im Laufe des 12. Jahrhunderts auf. Da werde ich gleich am Schluss nochmal zu kommen, eben im Zuge auch des Landesausbaus. Es ist aber nicht so, um das vorwegzunehmen, dass diese Herrschaften verschwanden. Gerade im östlichen Mecklenburg bzw. im vorpommerschen Raum haben wir durchaus noch slawische Landesherrschaften, die dann in ein hochmittelalterliches Gepräge besitzen. Das nur als ein kurzer historischer Überblick. Und nun einige sozusagen Beispiele. Ich möchte anfangen, weil ich schon sagte, dass die Slawen, die slawische Kultur eine sehr stark bäuerliche Kultur ist, möchte ich mit den ländlichen Siedlungen anfangen. Sie sehen zunächst mal, ja, es ist eine bäuerliche Kultur, eine Holzkultur, so kann man es sagen. Und die ländlichen Siedlungen, die Häuser waren entweder Blockbauten oben aus einem Freilichtmuseum rekonstruiert oder Grubenhäuser, das zeige ich auf der nächsten Folie. Solche ebenerdigen Pfostenbauten, wie sie im Freilichtmuseum von Starigard Oldenburg rekonstruiert sind, sind eigentlich Anlagen, die eher in Vorburgsiedlungen oder in herrschaftlichen Bereichen anzutreffen ist. Also das Gros der ländlichen Bauten sind in der Tat Blockbauten oder so eine eingetieften Grubenhäuser. Wir kennen diese Fundplätze weniger jetzt durch Nachweise solcher Bauten, sondern vor allem, ich hatte es eingangs gesagt, durch Keramikfunde. Sie sehen hier eine Kartierung, das betrifft die gesamte slawische Epoche, das ist also jetzt nicht zeitlich differenziert. Ich will da gar nicht auf Details eingehen, man kann aber zwei Sachen eigentlich feststellen, die für diese Region gelten. Es werden leicht sandige Böden bevorzugt, größtenteils, das ist das eine. Das andere ist, die Siedlungen finden sich häufig in Gewässernähe, ein Großteil der Siedlungen zwar in erhöhter Lage, sofern man in Schleswig-Holstein von einer Höhenlage sprechen kann, zumindest im Vergleich zum mitteldeutschen Raum, aber die Siedlungen sind häufig in Gewässerlage oder auch im Bereich von auf Moränen, auf Halbinseln oder Ähnliches anzutreffen. Das heißt also, das sind die bevorzugten Lagen für die slawischen ländlichen Siedlungen. Diese nachfolgenden Bilder hier sind alles Rekonstruktionen, die stammen auch nicht aus Schleswig-Holstein, sondern aus anderen slawischen, nordwestslawischen Regionen. Ich bringe sie aber trotzdem, um einfach Eindrücke zu vermitteln. Sie sehen auf den Bildern auf der rechten Seite, bei Ihnen sehen Sie auch sogenannte Grubenhäuser, das heißt, ich hatte schon gesagt, eingetiefte Bauten in Flechtwerkbauweise oder auch in Blockbauweise, die waren etwa 12 bis 25 Quadratmeter groß, also wirklich sehr, sehr klein für heutige Wohnverhältnisse. Die Herdstelle wurde auch als Heizung benutzt, also als zum Heizen benutzt, Entschuldigung.
Wir wissen relativ wenig über die weitere Struktur dieser Siedlung. Es sind wohl sehr lockere Dörfer, aufgelockerte Dörfer, also nicht, wie man sie nachher kennt, aus der hochmittelalterlichen Zeit, Rheindörfer oder sowas. Und auch der sogenannte Rundling ist jetzt nicht unbedingt eine typisch slawische, typische slawische Siedlungsweise. Über die Hofstrukturen, tut mir leid, wissen wir eigentlich auch sehr wenig. Wir sind aber besser informiert zum Beispiel über die Landwirtschaft und die Ernährung. Das ist jetzt sehr grob von mir formuliert, aber Gerste und Roggen sind also die vornehmlichen Getreidesorten, die angebaut und verarbeitet wurden. Es gibt aber auch zum Beispiel aus Starigard Oldenburg Nachweise für Hirse, für Emmer und in Teilen sogar für Weizen. In der Viehzucht wurden vor allem Schweine gehalten. Rinder kommen eher selten vor. Bei beiden Rassen und auch weiteren Tieren müssen wir natürlich uns vor Augen halten, dass es nicht die Zuchterfolge der heutigen Landwirtschaft sind. Aber eben die Schweinehaltung spielte eine sehr, sehr große Rolle. Die Jagd können wir eigentlich nur über die Beizjagd fassen, also als eine hochherrschaftliche Jagd, zum Beispiel in Starigard Oldenburg mit der Verwendung von Falken. Aber sicherlich spielt eine Jagd, auch eine einfache Jagd mit Fallen und so weiter, eine große Rolle. Auch das Sammeln von Honig, von Wildfrüchten und so weiter ist immer wieder belegt. Ebenso der Anbau oder die Nutzung von Öl- und Faserpflanzen, wie beispielsweise Lein. Also diese Bilder sollen sozusagen einen kurzen Eindruck vermitteln, sollen aber auch zeigen, wie schwierig es eigentlich ist, eine Kultur zu fassen, die durchweg, ich sage jetzt mal zu 90% oder zu 99% eben bäuerlich ist, die aus ländlichen Siedlungen besteht. Und deshalb müssen wir immer bedenken, wenn wir sowas sehen wie Starigard Oldenburg oder Ähnliches, diese imposanten Burgwälle, das sind Burgwälle vor allem natürlich einer Herrschaftsschicht. Die war da, aber die macht einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung aus. Trotzdem möchte ich und muss ich natürlich zu den Burgen kommen. Die Burgen sind Zentren von Macht und Herrschaft. Es sind häufig auch Mittelpunkte von sogenannten Terrae. So finden sich in den Schriftquellen immer diese Ausdrücke, wobei man nicht genau weiß, was jetzt eine Terra ist, also wie genau die abgegrenzt war, wo der eine Herrschaftsbereich aufhörte oder nicht. Da machen sich Archäologen und auch Historiker große Gedanken. Aber wir wissen, Burgen sind das, was man in der slawischen Archäologie natürlich auch als Geländedenkmäler hier in der Region immer wieder findet. Diese Burgen haben ganz charakteristische Lagebezüge. Die Burgen werden nämlich als Niederungsburgen erscheinen, die größtenteils. Gut, wir haben natürlich auch kaum Höhenlagen in Schleswig-Holstein. Es sind Niederungsburgen, häufig auch auf Halbinsellagen, sowas wie Scharsdorf beispielsweise oder auch Bosau. Und in spätslawischer Zeit, das heißt also im 11. Jahrhundert oder im 12., werden auch Insellagen, zum Beispiel wie die Ulzburg, gezielt aufgesucht. Diese Burgen sind in Anführungsstrichen einfache Burgwälle, das heißt in Holzerdekonstruktionen. Allerdings haben sie sehr elaborierte Rostkonstruktionen im Inneren, die natürlich den fortifikatorischen Charakter unterstützt haben, aber sicherlich auch die Optik. Über das Aufgehende, man kennt immer wieder aus Ausstellungen so Rekonstruktionen von slawischen Burgen mit Wehrgängen und Türmen. Da muss man ganz ehrlich sagen, sowas ist im archäologischen Befund eigentlich kaum fassbar. Die Beispiele, die es gibt, stammen größtenteils aus dem ostslawischen Raum und werden sozusagen, wenn man in Ausstellungen gerne visualisieren möchte, werden natürlich dann immer weiter transportiert. Vielleicht mal, um so einen Anhaltspunkt zu geben, wie viel Holz man eigentlich verarbeitet hat. Für den Burgwall von Radusch, der liegt allerdings in der Niederlausitz, der hat einen Wallkörper, der etwa 10 Meter breit war und ich glaube etwa 12 Meter hoch. Und man hat dort berechnet, dass man etwa 1500 Eichenpfähle oder Eichenstämme gebraucht hat, mit einer Länge etwa zwischen 11 und 14 Zentimeter und Stammdurchmessern bis zu 60 Zentimeter. Das ist also wirklich eine Menge Holz, die man dort verarbeitet hat. Und Sie können sich vorstellen, das muss ja auch irgendwo herkommen. Das muss man schlagen, das muss man organisieren. Und man muss noch im Hinterkopf behalten, diese Burgwälle, also diese Holzkonstruktionen, hielten in der Regel nur 30 bis 40 Jahre.
wenn sie nicht bereits vorher irgendwie durch kriegerische Auseinandersetzungen zerstört war. Also das ist ein Aspekt, da wird zunehmend die Forschung drauf sensibilisiert, wie hat sich einfach die Landschaft verändert durch diese Rodungsmaßnahmen. Man denkt immer Landesausbau, nachher im hohen Mittelalter, da wurde alles gerodet und es war kein Wald mehr da, das stimmt auch in Teilen, aber bereits vorher hat man angefangen, eben wirklich ganz große Mengen Holz zu verarbeiten. Wir können von der altslawischen Zeit, das heißt im 9. Jahrhundert bis in die jungslawische Zeit, in das 11. Jahrhundert, können wir sehen, dass die Anzahl der Burgen abnimmt. Das wird gedeutet als Territorialisierungsprozesse. Das wird auch auf der Karte, ich will da auf Details jetzt nicht so eingehen, auf der rechten Karte deutlich. Sie haben altslawischer und mittelslawischer Zeit haben sie ziemlich viele, im Verhältnis ziemlich viele Burgwälle, auch hier im östlichen Holstein. Und nachher haben sie zum Beispiel mit der Burg von Plune beispielsweise dann nur ein Zentralbau, also eine zentrale Burganlage. Ganz kurz, bevor ich dann auch zu Eutin komme, obwohl man da leider wenig zu sagen kann, möchte ich Ihnen diese vier Burgwälle kurz vorstellen, weil sie stehen auch für ganz bestimmte Bilder, die die Archäologie produziert oder hat und auch für Schwierigkeiten. Oben sehen Sie die Ulzburg, von der wir eigentlich nur die Vorburg ausgegraben haben. Sie können sich vorstellen, das ist im Übrigen ja auch Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet, also schon allein deshalb ist umfangreiches Graben dort nicht möglich. Hinzu kommt die Insel ist extrem flach, das heißt also, sie befindet sich quasi im Seespiegel und wenn sie dort ausgraben, haben sie laufend Wasser. Das ist ein ganz schwieriges Graben gewesen. Die Ulzburg ist aber eine zentrale Burganlage eben des späten 10., vor allem aber des 11. Jahrhunderts, die mit einer Brückenanlage dann mit dem Festland verbunden war und möglicherweise auch, das wissen wir aus den Schriftquellen, ein Zentralheiligtum war. Auf der rechten Seite sehen Sie, wie soll das anders sein, das muss genannt werden, der Doppelburgwall von Starigard Oldenburg. Großflächige Ausgrabungen haben dort stattgefunden seit den 1970er Jahren, im Grunde ein Burgwall, der vom 9. bis ins 11., 12. Jahrhundert hinein genutzt worden ist. Aber, ich weiß nicht, ob alle das von Ihnen wissen, der Burgwall, so wie Sie ihn hier sehen, ist kein slawischer Burgwall, sondern ist Ergebnis der Aufschüttungen aus den 1980er Jahren. Das heißt also, die Archäologen haben diesen Wall quasi geformt. Das war lange Zeit nicht bekannt. Unten haben wir ein Modell von Alt-Lübeck. Alt-Lübeck hat in altslawischer Zeit eine Rolle gespielt, war aber dann vor allem ein Zentrum ab 1000 und im 11. Jahrhundert ein Zentrum des Abodritenreiches, eine Burganlage mit einer dynastischen Grablege, einer Kirche, aber eben auch einer Handwerkersiedlung, ein sogenanntes Emporium, was über weitreichende Kontakte verfügte und auch großflächig ausgegraben untersucht worden ist. Mit Bosau haben wir eine Untersuchung in einer Siedlungslandschaft. Man hat dort nicht nur die Burgen untersucht, sondern auch ländliche Siedlungen im Umkreis und Vorburganlagen mit sehr frühen Daten, das habe ich schon gesagt. Und man hat sich vor allem hier bemüht, auch etwas zur Rekonstruktion der Landschaft aussagen zu können. Und diese vier Burgenbilder, ich könnte jetzt noch viel mehr anfügen, die möchte ich einfach nur deshalb zeigen, weil sie auch unterschiedliche Zielrichtungen der Archäologie wiedergeben. Ja, weil wir hier in Eutin sind, muss natürlich das Thema der Burganlage von Eutin kommen. Das ist leider nicht archäologisch, zumindest nicht sehr ergiebig. Wir wissen ja, 1143, die Holländer werden sozusagen, zumindest laut Helmold von Bosau, angesiedelt. Und für 1167 sind Einfälle des Abodritenherrschers Niklot erwähnt. Man geht davon aus, dass die Bevölkerung sich auf eine altslawische Burg, die sich eben auf der Fasaneninsel befunden haben soll, geflüchtet hat. Archäologische Untersuchungen haben in der Tat die Brückentrasse erfasst, also die Brückenverbindung zu der Fasaneninsel, die in das 11. Jahrhundert datiert. Aber die Geomagnetik, dort unten sehen Sie sie nochmal, war äußerst unergiebig, sodass leider man zu dieser wirklich sehr wichtigen Anlage relativ wenig sagen kann. Ein Sprung, der aber auch was mit Burgen zu tun hat, ist der Limes Saxoniae, das heißt also die Grenze nach Westen hin. Wir wissen von Adam von Bremen, der hat uns das sehr detailliert überliefert und beschreibt Orte, beschreibt Gewässer und Ähnliches.
lange Zeit ging die Forschung davon aus, dass es quasi eine starre Grenze ist. Das ist Quatsch. Es gab keinen Grenzzaun. Dann ging man lange Zeit auch davon aus, dass es undurchdringbares Gelände ist. Wir wissen, gehen inzwischen davon aus, dass die Kontakte viel, viel größer war, als man dachte. Man sieht das an dieser Karte. Dort ist einmal der Limes als Limes rekonstruiert, aber eben auch Ortsnamen, archäologische Funde, die zeigen, dass das eine durchaus dynamische Region war. Das heißt jetzt nicht, dass eine Grenzregion immer friedlich ist, aber der Austausch war viel, viel stärker, als man dachte. Und was inzwischen auch von den Historikern bestätigt ist, ist, dass der Limes Saxoni eben nicht von Karl dem Großen gebaut worden ist, in Anführungsstrichen, sondern eine Konstruktion, wenn überhaupt, des 11. Jahrhunderts, mit dem Adam von Bremen versucht hat, die Bistumsgrenzen zu rechtfertigen. Das nur ganz kurz nochmal zum Limes Saxoni. Ein Blick auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse. Ich hatte Depots genannt. Wie haben die Slawen überhaupt gehandelt? Nun, wir haben in slawischer Zeit Tauschhandel und wir haben, wenn es um Fernhandel geht, einen sogenannten Gewichtsgeldwirtschaft. Was ist das? Das heißt, der Nominalwert hat keine Rolle gespielt, also das, was wir heute auf Münzen haben, ob das 1 Euro sind oder 10 Cent, sondern das Gewicht hat eine Rolle gespielt. Man hat für die Kaufprozesse oder Aushandlungsprozesse hat man so eine Gewichte verwandt. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil man natürlich diskutieren kann, wer normiert die, wie wird das gemacht, will ich aber jetzt nicht drauf eingehen. Und man hat dann angefangen, vor allem Silber, sogenanntes Hacksilber, da kommt der Name her, zu zerschneiden, zu zerhacken in handelbare Teile. Sehr wichtig sind dabei arabische Münzen, sogenannte Dirhams, die in großen Mengen in den skandinavischen und in den slawischen Bereich gekommen sind, nicht als Währung. Und man hat die für Handel, zum Abwägen verwendet. Jetzt möchten Sie natürlich gerne wissen, was habe ich denn dafür bekommen? Das ist ganz schwierig, das hochzurechnen. Es gibt dann immer so aus einigen Schriftquellen Überlegungen, zum Beispiel 300 Gramm Silber. Für 300 Gramm Silber kriegte man einen Slaven, für 125 Gramm ein Schwein. Man kann das ja mal, wer Silberschmuck oder sonst wie zu Hause hat, kann das ja mal überlegen oder kann das ja auch vielleicht mal versuchen in einer Landwirtschaftsgenossenschaft, ob das funktioniert, mit 300 Gramm Silber oder 125 Gramm Silber dorthin zu kommen. Ich glaube, das geht nicht mehr so sehr, aber was eben wichtig ist, ist, es ist eine Gewichtsgeldwirtschaft gewesen. Und zwar bis in das 10., 11. Jahrhundert hinein. Aber dann geht man zunehmend zu monetären Systemen über, das heißt also Münzen aus dem polnischen Raum, aus dem polnischen Staat, Königreich, aber auch aus dem Ottonischen und so weiter, werden benutzt für Währungsgeschäfte. Und es gibt auch Herrscher, die machen eigene Prägungen, wie zum Beispiel Heinrich I. von Alt-Lübeck, der fängt an, Denare zu prägen. Nun kann man sich fragen, was wollte der gute Mann damit. Sie sehen da so eine Verbreitungskarte, so allzu weit sind die nicht gekommen. Ich denke, der hatte keine lokale Sondermünzzone vor, sondern es war eine symbolische Bedeutung. Es war für einen Herrscher gerade lateineuropäischen Zuschnittes, und das sind die in dieser Zeit bereits, ganz wichtig, nicht nur zu zeigen, dass er Christ war, sondern auch, dass er Macht hatte, Macht im Sinne von Münzprägung. Und deshalb wird er angefangen haben, diese Münzen zu prägen. Also weniger, um jetzt in Alt-Lübeck damit Geschäfte zu betreiben, das mag auch eine Rolle gespielt haben, aber der symbolische Charakter ist dort ganz, ganz wichtig. Von diesem, wir kennen, ach, das vielleicht noch zu dem Fundort, wir kennen aus dem östlichen Schleswig-Holstein eine Reihe sogenannter Hort- und Depotfunde, also so eine Hacksilberfunde wie hier beispielsweise aus Watter-Neversdorf, Entschuldigung. Und diese Depots kann man in der Regel durch diese arabischen Münzen sehr, sehr genau datieren. Hier also zum Beispiel, jetzt muss ich selber gucken, oh, kann ich gar nicht so genau sehen, das ist mir jetzt peinlich, 975, glaube ich, als ein Niederlegungszeitpunkt. Ansonsten sind auch weitreichende Kontakte natürlich der Eliten belegt. Ich will einfach nur ein paar Ihnen schöne Funde zeigen, sozusagen hier aus Göhl in der Nähe, also Gut Garz, in der Nähe von Starigard Oldenburg, zum Beispiel ein Anhänger, das ist der hier, ein sogenannter Terslu-Anhänger aus Skandinavien des 10. Jahrhunderts. Darunter sehen Sie einen Teil eines Schwertscheidenbeschlages, der eher aus dem angelsächsischen Raum kommt, aus dem 10. Jahrhundert, in der Mitte aus Alt-Lübeck,
eine sogenannte Alsengemme. Das ist ein antiker Stein, den man neu aufgearbeitet hat im Mittelalter. Ein sehr, sehr wertvoller Fingerring, der in das 11. Jahrhundert datiert und eher nach Westeuropa hinweist. Während der Fingerring unten, auch aus Alt-Lübeck, ein Fingerring ist, der eher in den Raum der polnischen Herrschaften verweist. Und dann noch zwei in Anführungsstrichen nicht ganz so imposante Funde. Ein Glasring von der Ulzburg und unten eine Bergkristallperle, die aber vermutlich auch eher aus den ostslawischen Gebieten stammte. Also sehr weitreichende, in Teilen sehr weitreichende Handelsbeziehungen. Und diese Burgen dienten natürlich auch als Distributionszentren. Kommen wir davon noch mal kurz zu den Gräbern. Das sind jetzt zwei Rekonstruktionen, die Ostholstein stammen. Die sollen aber das Problem verdeutlichen. Das eine ist aus Mecklenburg und das andere ist eine Rekonstruktion. Ich hatte schon gesagt, bis in das 10. Jahrhundert hinein haben die Slawen ihre Toten verbrannt. Das ist schon mal archäologisch nicht einfach nachzuweisen. Und dann haben sie meistens eine Bestattungspraxis verwendet, die zwar sehr pietätvoll war, aber archäologisch leider nicht sehr ergiebig, zum Beispiel die Urnen auf Hügelgräber zu stellen. Es gibt in Schleswig-Holstein, wirklich im östlichen Holstein, nur sehr, sehr wenig Hügelgräber, zum Beispiel aus Watern-Neversdorf und auch sehr wenig Brandgräber, die uns überhaupt etwas dazu sagen können. Erst im Laufe des 10. Jahrhunderts setzt sich die Bestattung, die Sitte durch, dass die Toten unverbrannt, also in Körpergräbern bestattet wurden. Der Grund ist weniger das Christentum, sondern also spielt auch eine Rolle, mag aber auch noch andere Gründe haben. Diese Körpergräber, die wir aus Schleswig-Holstein kennen, sind größtenteils auch hier Gräber, die zu einer Elite gehören. Ich zeige Ihnen, vielleicht kennen das einige von Ihnen aus Ausstellungen, die beiden sehr hochrangigen Gräber aus der Kirche von Starigard Oldenburg, die gehören in das späte 10. Jahrhundert. Zwei Männer, den einen hat man in einem Baumsarg bestattet, den oberen, das obere Bild, und den unteren in einem Wagenkasten, also eines vierrädrigen Wagens, der Kasten. Und diese Bestattungspraxis in einem Wagenkasten, das ist etwas, was aus dem skandinavischen Raum kommt. Und die Funde, die man diesen Toten beigegeben hat, hier nur eine ganz, ganz kleine Auswahl, sind wirklich Elite-Funde. Unten ein Beutel, den hat man lange Zeit als Reliquienbeutel angesprochen. Das ist aber ein, Anführungsstrichen, einfacher Beutel, wo man aber Goldbrokatfäden verarbeitet hat. Oben ein sogenanntes Knefer-Tafelspiel, das ist ein Brettspiel, wo man die Spielfiguren aus Walross-Elfenbein modelliert hat. Die Bronzeschale ist etwas, die man für Waschungen verwendet hat. Und dann natürlich, wie sich das für hochrangige Elite gehört, eine sehr reiche Waffenbeigabe. Also diese beiden Toten als ein Beispiel für Körperbestattungen. Ich komme da am Schluss aber gleich nochmal drauf zu. Was wissen wir über die Kult und die Mythologie? Archäologisch leider sehr, sehr wenig. Hier sind wir auf die Schriftquellen angewiesen, allen voran für unsere Region Helmold von Bosau, der etwas, Sie können das da ansatzweise kurz überfliegen, etwas zu den Orten sagt, zur Ausstattung, zum Ablauf und so weiter und so fort. Nun können Sie sich vorstellen, wenn man in heutiger Zeit als Außenstehender zum Beispiel die evangelische oder auch die katholische Religion untersucht, wird man feststellen, die ist alles andere als homogen. Nach außen hin wirkt sie vielleicht homogen, aber nach innen ist sie es nicht. Das heißt also, wir wissen, diese schlaglichtartigen Hinweise aus den Schriftquellen, die helfen uns weiter, aber im Verhältnis ist das wirklich ein blinder Fleck. Wir wissen, es gab in Plön ein Heiligtum, in Ratzeburg und eben in Oldenburg. Das sind also die zentralen Heiligtümer. Archäologisch erfasst ist letztlich nur das Heiligtum aus Starigard Oldenburg. Hier oben sehen Sie die Rekonstruktion, eine sehr freie Rekonstruktion. Um 1000 hat man interessanterweise am Standort des Altars der ehemaligen Kirche dort ein gentilreligiöses Heiligtum errichtet mit einem vermutlich Svantevit, also einer der Götterkult. Man weiß aus archäologischen Funden, aber aus den Schriftquellen, dass der Kult mit Pferden eine sehr große Rolle spielte. Wie jetzt der
private Glauben oder die private Mythologie aussah, wissen wir nicht. Diese Figur, die Sie dort sehen, die ist weitaus kleiner, als es scheint. Die stammt auch aus Darrigard Oldenburg, etwa 10 Zentimeter hoch aus Holz. Vielleicht Kultfiguren für einen privaten, wenn man das so sagen kann, braucht. Und dann gibt es noch den berühmten Kultfall aus von der Insel Plune, der allerdings kein Kultfall ist. Das hatten wir ganz am Anfang vermutet, sondern was ganz Banales. Er ist einfach eine Fundamentierung vermutlich für einen sehr aufwendigen Hallenbau oder für eine Uferbefestigung. Also leider oder Gott sei Dank kein Kultfall. Zunehmend, das hatte ich schon gesagt, dringt auch der neue Glauben, also das Christentum, in die obodritischen Lande, in den Wagerischen Raum. Oldenburg wird sehr früh einer der zentralen Bischofssitze, 972 überliefert. Wir haben archäologisch auch den Nachweis dieser beiden Kirchen. Man muss dazu sagen, auch das muss man immer wieder berücksichtigen, es sind keine flächendeckenden Missionierungen, sondern es ist eine Missionierung, die sich ganz deutlich an die Elite wendet, die aber im Raum überhaupt nichts bewirkt. Deshalb habe ich hier auch das Bild ausgewählt von Starigard Oldenburg nochmal mit der Kirche im Hintergrund, die dann eigentlich den Übergang zu den Pfarrkirchen im hohen Mittelalter und im Netz der Pfarrkirchen im ländlichen Raum und auch im städtischen Raum symbolisiert. Trotzdem haben wir archäologisch sehr gute Nachweise, zumindest an diesen beiden Plätzen. Starigard Oldenburg sehen Sie einmal die Rekonstruktion. Dort entsteht Mitte des 10. Jahrhunderts ein Kirchbau. Der wird dann erweitert zum Ende des 10. Jahrhunderts. Und dort beginnt man Bestattungen vorzunehmen. Diese beiden Bestattungen, die ich zeigte, die stammen aus dem Innenbereich. Diese Bestattungen weisen durchaus christliches Gepräge auf, das heißt also zum Beispiel Beigaben von Kreuzen und Ähnlichem. Ein anderer wichtiger Platz, Kirchenplatz für die lokale Mission der Elite oder den lokalen Glauben der Elite ist Alt-Lübeck. Dort wurde etwa 1090 eine Holzkirche errichtet. Das ist das, was Sie oben auf dem rechten Bild in Braun sehen, also ein hölzerner Bau. Und der wurde im Laufe des 12. Jahrhunderts umgebaut bzw. erneuert. Es entstand dann eine Steinkirche, eine Feldsteinkirche, die Sie hier in der Rekonstruktion sehen, mit einem Vorbau und einer halbrunden Apsis. Und in beiden Bauten hat man bestattet, aber ähnlich wie in Starigard Oldenburg, es war wirklich nur die Elite, die dort bestattet hat. Eine Dynastenelite, die das als Grablege für ihre Familie oder eben für die weiteren Personen verwendet hat. Und damit nähere ich mich dann auch dem Ende. Wir sind dann nämlich bereits in der Zeit des hochmittelalterlichen, jetzt muss ich die Folie finden, Entschuldigung, hochmittelalterlichen Landesausbaus. Sie kennen vermutlich alle die berühmte Textstelle von Adolf II., der 1142 eben zum Landesausbau aufruft. Diese berühmten Passagen in Eutin ließen sich die Holländer oder im Raum Eutin ließen sich die Holländer nieder, um Süsel beispielsweise die Friesen. Er schreibt dann, der Raum, die Region um Plön, die sei unbewohnt gewesen. Das finde ich sehr erstaunlich, vor allem aus Kieler Sicht gehen da nämlich die ganzen Steuergelder in den Kreis Plön, die bleiben nicht in Kiel, also die waren damals wahrscheinlich schon bewohnt, haben auch nichts gesagt, wie dem auch sei. Jedenfalls beschreibt er das sehr genau. Inzwischen wissen wir, dass es keine deutsche Ostsiedlung war, sondern der Landesausbau ist ein hochmittelalterlicher Prozess europaweit. Der findet auch in Spanien, in den Pyrenäen statt zum Beispiel oder auch in England. Aber hier in der Tat sind Bevölkerungsgruppen aus Nordwesteuropa zunehmend entweder in das Land gekommen oder auch gerufen worden, auch durchaus nicht nur von den Anführungsstrichen deutschen Landesherren, sondern zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg auch von den slawischen Fürsten. Schriftlich und von den Ortsnamen sind wir da sehr gut informiert. Sie wissen, das gibt sehr viele, letztlich Plön, Eutin hatte ich schon genannt, Mölln und so weiter. Da gibt es auch sehr große Studien drüber, über die Ortsnamenforschung. Von den Schriftquellen sind wir da eigentlich auch ganz gut informiert. Archäologisch ist das ein Thema, was man eigentlich in den nächsten Jahren sehr
genau angehen muss, weil die ländlichen Siedlungen, auch die der Neuankömmlinge, sind ganz schwer fassbar. Die Keramik ist zum Beispiel sehr ähnlich. Sie sehen auf dem Bild links außen typische slawische, spätslawische Keramik und oben sogenannte frühdeutsche Keramik. Gut, wenn man die so als komplette Gefäße findet, würden Sie sagen, da kann man Unterschied sehen. Aber wir Archäologen finden ja meistens nur kleine Scherben. Das ist der erste Punkt. Das heißt, die sind sich schon sehr ähnlich. Und der zweite Punkt ist, es gibt überhaupt gar keinen zwingenden Grund zu sagen, Slawen haben nur slawische Keramik benutzt und die deutschen Siedler in Anführungsstrichen nur deutsche Keramik. Und es gibt auch Technologietransfer. Was sich aber durchaus abzeichnet, ist, dass die Siedlungslagen durchaus andere waren. Das zeigt diese etwas bunte Karte unten in der Mitte. Die rot markierten Bereiche sind Siedlungen, wo man spätslawische und frühdeutsche Keramik findet, aber es lassen sich auch Siedlungsbereiche finden auf schwereren Böden, wo wir anscheinend wirklich nur in Anführungsstrichen oder auch nicht deutsche Siedler haben. Das heißt also, es gibt anscheinend schon Unterschiede, was jetzt den Landesausbau und die Wahl der Siedlungsplätze angeht. Das ist auch kein Wunder, weil Dinge wie die Dreifelderwirtschaft, aber auch der schollenwendende Pflug beispielsweise und andere Neuerungen in der Agrartechnologie konnten natürlich an den Böden ganz andere Dinge bewirken. Und mit zwei Bildern möchte ich deshalb kurz abschließen, die Sie schon eingangs gesehen haben. Hier die Situation etwa im 9. Jahrhundert, die Situation im Plöner See bzw. um Bosau herum mit dem Burgwall, der Vorburgsiedlung und einer ländlichen Siedlung, ein Seespiegel, der damals deutlich niedriger war als jetzt und ein Seespiegel auch, der deutlich niedriger war als zur Zeit des hochmittelalterlichen Landesausbaus. Das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie hier. Im 13., vielleicht im 14. Jahrhundert ist der Seespiegel, und das gilt ja nicht nur für den Plöner See, sondern auch für weitere Seen, hier sehr stark gestiegen. Der Grund ist natürlich der Mühlenstau und damit verbunden natürlich ganz neue Agrartechnologien, aber eben auch eine grundlegende Umgestaltung der Landschaft. Ich will jetzt nicht sagen als Abschluss, dass damit die Slawen auch verschwinden. Der Prozess der Assimilation der Slawen ist einer, der sehr lange dauert, bis ins 14. Teil. Teilweise 15. Jahrhundert hinein, aber die slawische Kultur, so wie ich sie Ihnen jetzt hoffe, präsentiert zu haben, zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert, ist dann etwas, was der Vergangenheit angehört und was wir jetzt heutzutage nur noch durch Ortsnamen, Namenskunde, durch die schriftlichen Quellen und eben durch die Archäologie fassen können. Damit bin ich am Ende mit meinem Überblick und ich würde mich über Fragen und Diskussionsbeiträge und Ähnliches sehr freuen. Vielen Dank.